Heute kommen wir zum 10. Teil, den ich vorlese aus dem Büchlein von Kenneth Hagin, Müssen Christen leiden? Wir sind in Kapitel 3, das sich Leiden im Dienst des Herrn nennt, und kommen zu Teil 4. Am Schluss des vorangehenden Videos haben wir gehört, wir müssen den Weg des Geistes kennenlernen, er wird dich in solche Situationen hineinführen, was da im letzten Video beschrieben wurde. Jesus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, wurde vom Geist in die Wüste geführt, um dort vom Teufel versucht und geprüft zu werden. Jetzt geht's weiter. Ich hatte angenommen, dass ich in dieser Gemeinde in Ost Texas nur an diesem einen Mittwochabend predigen sollte. Aber der Gemeindevorstand sagte, sie möchten gerne, dass ich jeden Abend bis einschließlich Sonntag predigte. Sie meinten, nach der Predigt am Sonntagabend werden wir abstimmen. Ich wusste, dass der Herr gesagt hatte, du wirst der Pastor dieser Gemeinde sein. Aber ich wünschte, er hätte es nicht gesagt. Ich wäre am liebsten nach Hause gegangen. Ich war so dankbar, dass ich gelernt hatte, von Aufzeichnungen zu predigen. Ich konnte die Salbung auf mir spüren und in dem Augenblick, als ich den Gemeindesaal betrat, war es, als ob jemand einen Eimer kaltes Wasser über mich gießen würde. Schließlich sagte ich zu meiner Frau, ich werde mich hinstellen und einfach etwas predigen und dann gehen wir nach Hause. Das war alles, wozu ich noch imstande war. So ging es bis zum Sonntagabend und der Vorstand sagte, nun, was denkst du? Ich erwiderte, stimmt einfach ab, so wie geplant. Ich sagte ihnen nicht, dass Gott mich hierher gesandt hatte. Ich wollte nicht, dass sie wissen, dass der Herr mich in ihre chaotische Situation geführt hatte. Ich sagte nur, lass die Gemeinde wählen. Alle, bis auf zwei, gaben mir ihre Stimme. Die Leute sagten, es ist ein Wunder, dass die Vorstände sich überhaupt auf jemanden einigen konnten. Also wurde ich Pastor der Gemeinde. Es war Leiden im wahrsten Sinne des Wortes. Ich litt die ersten 6 Monate hindurch, erwähnte aber nie etwas von unseren Kindern. Sie dachten, alles sei wunderbar. Aber so gut wie jeden Sonntag, wenn ich ins Bett ging, flüsterte ich meiner Frau zu. Wenn ich nicht genau gewusst hätte, dass wir hier im Willen Gottes sind, würde ich einen Umzugswagen mieten. Um 4 Uhr morgens alle unsere Sachen einladen und wegfahren. Ich würde niemandem etwas davon sagen und am nächsten Tag, wenn die Leute zum Haus kämen, fänden sie es leer. Sie würden sich fragen, wohin sind die Higgins gegangen? Dass die Entrückung noch nicht stattgefunden hätte, wüssten sie, denn sonst wären unsere Möbel noch da. Im Natürlichen hätte ich dies am liebsten getan, aber ich blieb und ging durch dieses Leid, denn der Herr hatte mich hierher geführt. Ich predigte die Botschaft vom Glauben, aber als keiner sie wirklich hören wollte. Sie ist heute in manchen Gegenden immer noch nicht sehr beliebt. Aber ich bin dennoch dabei geblieben. Ich predigte, dass Wohlstand der Wille Gottes ist. Zu jener Zeit besaß ich nur ein Paar Schuhe und die hatten Löcher. In der einen Hosentasche hatte ich 10 Cent und in der anderen ein Loch. Mein Auto hatte 4 abgefahrene Reifen und keine Ersatzreifen. Als das Auto schließlich kurz vor dem Auseinanderfallen war, verkaufte ich es als Schrott und machte zu Fuß weiter. Aber ich blieb dran. Man würde sich so einen Weg nicht selbst aussuchen, um in der Gnade zu wachsen, aber Gott sieht die Dinge mit anderen Augen als wir. Was tun die meisten Menschen, wenn Prüfungen und Anfechtungen kommen? Sie sagen, ich weiß nicht, was aus mir werden soll. Ich habe, weiß Gott, mein Bestes getan. Aber wenn Sie Gottes Wort kennen, dann werden Sie den Anfechtungen und Prüfungen direkt ins Gesicht sehen und sagen, Preis dem Herrn, Halleluja, hier ist wieder eine Gelegenheit, im Glauben zu wandeln, und Gott wird seine Kraft erweisen. Ich habe wieder eine Gelegenheit zu erleben, dass Gottes Wort wahr ist. Voilà, für heute soweit. Gesegnete Zeit. Ciao.